Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Enderal. Es tut mir echt leid, es ist jetzt schon wieder eine Weile her, als die letzte Folge Enderal rausgekommen ist, jetzt schon über eine Woche, gab es leider keine Folge. Der Grund war, weil ich einfach am Ende meiner Kräfte war. Nein, meine Stimme war einfach so sehr am Arsch, das wollte ich euch echt nicht antun, dass, wäre nicht schön gewesen. Okay, Microsoft.net Network. Das ist sehr schön. Das läuft ja super. Ja, ich möchte die. Na. So. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht die ganze Zeit wieder. Es kam gerade ein Update für Enderal raus und jetzt spinnt alles irgendwie ein bisschen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu viel Einfluss aufs Spiel haben. Ja, wie gesagt, meine Stimme war ziemlich am Arsch. Ich war ziemlich erkältet. Deswegen habe ich mir meine kleine Auszeit gegönnt beim Aufnehmen. Bei Assassin's Creed Unity habe ich das auch schon erwähnt, vor ein paar, paar Tagen. Und ja, da hatte ich aber noch so viel im Voraus aufgenommen, dass es noch ging. Von der Zeit her. Tja. Aber nun geht's weiter wie gewohnt mit Let's Play Enderal. Und ja, in der letzten Folge haben wir uns mit Jesper unterhalten, der so richtig down war. Der hat auf nichts mehr Bock. Hat sich so gesehen unsere Freundschaft gekündigt. Ob dir auch mal Leute hängen? Würde mich interessieren. Ja, doch wir haben jetzt nicht die Zeit, Jesper nachzutrauern. Wir müssen uns den nächsten schwarzen Stein widmen, um das, die große Katastrophe, die Enderal heimsuchen wird, aufzuhalten. Denn die dienen so als, ja, Entzündung, als Energiequelle, so rum, als Energiequelle für das Leuchtfeuer, das wir ja schon nachgebaut haben. Ja, und wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder uns mit Kalia in der Schneefelstaverne zu treffen oder Daigees verstoßenen Sohn in den Silberhain finden. Und das Ding ist, da sind wir schon ein bisschen weiter bei Daigees, aber die Quest ist Stufe 4. Und das mit Kalia nur Stufe 3, ist da die Frage. Was machen wir? Wir könnten erstmal gucken, was am nächsten wäre. Kalia wäre da oben, oder? Oh, ich würde ja. Gut, dann machen wir das mit Kalia. Weil da brauchen wir nicht sonst wie weit rennen. Wo ist denn hier der Myradenturm? Der ist eigentlich auch hier in der Nähe. Wir sind ja immer noch im Südviertel. Ich glaube, wir müssen dafür hier irgendwie rüber. Oder. Ach ne, da oben ist er. Okay. Erledigen wir das. Ich frage mich nur gerade, wie viel Heiltrink haben wir noch? Naja, wir haben schon noch. Das war natürlich doof. Nimmt er den einfach ein? Obwohl das gar nicht soll. So ein Eischluck. Mana-Tränke, wie sieht's denn da aus? Mana-Trank haben wir einen. Das ist natürlich nicht so geil. Wir sollten also auf jeden Fall nochmal zurück zum Marktplatz gehen und dort uns noch ein bisschen ausstatten mit Tränken. Hm? Weil nur mit einem Mana-Trank kommen wir nicht weit. Da sind wir schneller tot, als wie wir Ambrosia sagen können. Och, was ist denn los mit euch? Ja, das ist schon ein bisschen scheiße. Und
Ich merke gerade, ich habe die FPS-Anzeige nicht ausgemacht. Das ist auch doof. Geht das irgendwie? Nee. Gut, in der nächsten Folge habe ich sie dann ausgemacht. Vorausgesetzt, Enderal funktioniert überhaupt noch. Warum hauen? Warum muss man immer Updates raushauen, die das Spiel nur schlechter machen? Verstehe ich immer nicht. Das macht man irgendwie ständig. Man bringt immer neues Zeug dazu, aber die Fehler an sich werden nicht behoben. Das ist aber irgendwie in vielen Spielen so. Niederwaren. Schneiderei. Ja, schreitet wohl. Das heißt, du könntest mir was verkaufen. Vorausgesetzt, sie hat schon wieder was Neues. Nee, sie hat einen Mana-Trank. Ich vergesse immer, dass ich dabei meine am besten das aufsetzen sollte. Aber immer doch. Na, man weiß nie. Oh, ist auch schön. Haben wir noch solche Rollen für Dings? Nee. Wäre es vielleicht gut, wir uns noch ein paar für Ark zu holen. Kaufen einfach mal alle. Was soll es? Hält uns blitzartig. Schreitet. Wohl. Da. Kosten 5. Scheiße. Das hat gerade mal 16 Kosten. Äpfel, Äpfel, Orangen. Ihr seid Abenteurer, oder? Wart ihr schon mal auf Melee? Diese erscharten Wunden. Was habe ich denn an Mana? 2 und 2. Mhm. Man müsste wirklich mal härter durchgreifen. Okay. Dann mache ich mich jetzt wieder zurück. Jetzt hier ins Südviertel. Ja, oder? Ich hoffe mal, es reicht. Ich meine, wir haben immer noch 2 Mana-Tränke, aber werden schon irgendwie zurechtkommen. So, jetzt haben wir die halbe Folge schon wieder verplappert. Ach, das ist doch echt scheiße. Vielleicht muss ich ja mal mit PC nochmal neu starten. Schreitet wohl! Hm? Wo ist sie denn? Beim Piratenturm in der Schneefelstaverne. Okay. Guten Abend. Sicher doch. Schneefest. Wohin soll ich euch bringen? Das, was ich dir angegeben habe. Da, wo ich das Häkchen gesetzt habe. Jetzt schon 3-mal kam dieses Dings. Läuft nicht mehr.
Und da wären wir auch schon. Dann haben wir die Hälfte der Folge nur rumgequatscht. Da waren wir auch schon. Halt die Klappe, Foyek. Entschuldigt meinen Freund, Mesdames-Messieurs. Das würde ich doch mal. Fremdländer. Aber wir wissen wirklich nichts über das Schloss. Und an eurer Stelle würde ich mich davon auch fernhalten. Dieser Dreigalar war verrückt. Wieso? Naja, als man noch was von ihm gehört hat, waren seine Diener öfters hier unten, um einzukaufen. Und jedes Mal haben sie mindestens ein Dutzend Jäger angeheuert, damit sie ihnen tote Tiere bringen. Hasen, Rehe und so weiter. Und was daran ist ungewöhnlich? Vermutlich waren die für seine Experimente. Ja, aber doch nicht in der Menge. Ich meine, 40 pro Woche? Da muss doch was faul gewesen sein. Vermutlich war er Knochenmagier. Und aus den Tieren wollte er eine Untotenarmee machen, um Acht einzunehmen und sich an dem Bund zu rächen. Kaninchen, Foliek. Kaninchen. Die Menge macht das Gift. So sagt man doch, oder, Madame? So sagt man, ja. Ich muss jetzt jedenfalls weiter. Hab Dank für eure Hilfe. Ich nehme an, du hast mitgehört. Vermutlich kriegen wir hier nichts als Mähren und abergläubisches Gerede zu hören. Was sagst du? Wollen wir aufbrechen? Ja, gerne. Gib mir noch kurz, was habe ich denn natürlich noch? Nein. Lass uns los. Gut. Komm, folg mir. Schneller als der Mond verging die Niederkunft. Fremdländer. Den Körper riss es ihr entzwei. Die Monster waren wach und frei. Jetzt eine schöne Pfeife, Friedenskraut. Also, das Schloss ist gut 2 Meilen nördlich von hier. Wenn wir auf dem Weg bleiben, sollten wir keine Schwierigkeiten haben. Geh du einfach vor, ich halte dir den Rücken frei. Ja, schick mir immer die Magierin vor. Da, das ist ja wie eine Riesenstrecke, Mann. Wie immer haben wir unser Pferd nicht dabei. Aber wir haben doch irgendwie dieses Pferderufhorn. Was sind das für Typen da? Noch ein Götzenkranker. Ihr hättet hinter... Warte mal. Was ist denn mit unserer Waffe? Die haben wir ja gar nicht in den Favoriten. Schlecht. Ja, sorry. Ja. Das waren alle. Was ist das denn für ein Ding? Ah, ich verstehe. Es ist bestimmt sehr bequem, so eine glatte Fläche sich einfach auf den Kopf zu setzen. Schild könnte man mitnehmen, das hat wenigstens ein bisschen Wert. Ja, der Kampf ist vorbei. Dramatische Musik, du kannst aufhören.
Die haben den jungen Schneewolf gekillt. Die Säcke. Da. Oh, ja, geil. Fuck, shit, man. So. Was macht denn hier so heftige Angriffe, Mann? Der Stab? Ich häng ein bisschen fest. Leute. Ja? Nein. Weil die hat keinen Effekt drauf. Diese Magierrobe ist aber 130 wert. Boah. Das ist ja mal ein geiler Stab. Ah. Könnte kotzen. Deswegen. Schon kalt, Kalia? Krass, wenn das Zeug so viel wert ist. Hätten wir da vielleicht mal drauf schießen können? Keine Ahnung. Muss die Fackel erst raus, wenn du 5 Sekunden später wieder wegschickst. So, gehen wir hier noch rein. Nur um mal zu gucken. Warum müssen diese Wildmagier auch immer so aggressiv sein? Ich meine, wir wären einfach dran vorbeigegangen. Ach. Ach, ist hier so kalt.
glaube heute, weil es jetzt die erste Folge ist nach langer Zeit, werde ich mal noch ein bisschen länger spielen. Noch ein bisschen. Speichern sollte man natürlich trotzdem. Wir haben doch bestimmt noch irgendwo einen Bogen, oder? Den Bogen sollte man nämlich auch nutzen. Die 4. Ist aber niemand. Auf Kurs, oder? Das ist aber noch ein Stück. Könnte uns noch sonst was angreifen? Ja, wer ist denn da? Ah. Aber nur einer. Sonst greifen sie auch immer zu. Keine Ahnung, was an. Dach. Hi. Scheiße. Sorry, dass ich dich mit getroffen habe, Kalia. Ist hier noch irgendwas? Oh, Mana-Trank, sehr schön. Was? Silberkerzenständer, ich verstehe. Ihr habt eine Eispranke gefunden. Eispranken im Inventar und in der Verbrauchsgegenstände gelistet. Erhöhen beim Verzehr eure Trag. Ja, weiß ich doch, oder? Sind das jetzt nochmal extra Sachen? Eispranke, was? Das springt nicht so viel. Feinde, mach dich bereit. Das waren. Aha, das wollte ich vielleicht gar nicht machen. Mann. Egal. Warum müssen die Menschen nur so aggressiv sein? Ah, dumm. Der braucht's ja nicht mehr.
Feinde, mach dich bereit. Das waren alle. War auch nur einer. Ja, ich kann nicht mehr so viel mitnehmen. Das ist das Problem. Gehen wir denn noch richtig? Scheint so. Haben sie einen aufgehangen? Armer Kerl. Wo denn? Da. Was ziehen für Geräusche? Kommen wir ja nie an, wenn wir hier alle paar Meter irgendwelchen Typen angegriffen werden. Bäh. Da hat hier nicht mal eine Truhe hier oder so. In den Berg hoch irgendwie. Vorsicht! Du Scheiße, was ist das denn für einer? Die redet immer mit sich selber, oder? Okay, es bringt fast überhaupt nichts. Einen rechten Weg. Warte. Sind auch noch Wölfe hier. Das ist Vergeltung. Wo ist das denn? Ach da. Na komm, wir lassen Wolfi mal in Ruhe. Oh. Tut mir echt leid. Gewand eines Ordenhüters. Das wäre schon geil. Wir müssen es einfach so dran machen. Alter. Es tut mir jetzt zwar leid, so einen Hüter auszunehmen, aber wann hat man denn schon mal die Gelegenheit, solche geile Sachen zu kriegen? Es tut mir leid. Was hau ich nur jetzt weg? Das ist die Frage.
Das verbraucht ziemlich viel. Das verbraucht ziemlich viel. Ich weiß nicht, warum ich ein Stahlschwert dabei habe, aber das verbraucht auch zu viel. Na, lass mich doch mal spielen. Das bringt nicht viel, wenn wir das weghauen. Was, wir hatten dann noch solche Schilde. Die hier. Hau ich auch noch eins weg. So, jetzt gucken wir uns hier noch schnell um. Untote vertreiben. Danke sehr. Wenn alles hier runtergerutscht ist. Auch sehr lustig. Silberschwert des Flammenzorns muss ich eigentlich auch mitnehmen. Vieles geil, viel geiles Zeug. So, da wäre dann die Mine, wo wir reingehen könnten. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zu Dalgars Schloss. Ist da irgendwie eine Schwierigkeit angezeigt, wie schwer das ist? Nö. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wie es weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt geht es nun wirklich wieder regelmäßig weiter mit Enderal und ich hoffe, ich kriege dieses Problem noch gefixt, dass hier dieses Menü nicht immer aufploppt. Auf jeden Fall werden wir dann in der nächsten Folge gemeinsam mit Kalia zu diesem Schloss hochgehen, wo dieser Magier irgendwelche Experimente durchführt und wo wir vermuten, dass der auch so einen schwarzen Stein hat. Wie dem auch sei, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Bis dahin, ciao.